Wenn du eine einzigartige Übernachtungserfahrung suchst, eine richtig besondere Erfahrung, die du nicht vergessen wirst, solltest du mein komplettes Video schauen, weil ich werde dir kurz vorstellen die 6 spektakulärsten und unglaublichen Hotels, die wir in Europa haben. Hotels, die wirklich schwierig zu glauben sind, dass sie existieren. Hier unten in meiner Videobeschreibung findet ihr die Links von all diesen Hotels, die Preise und die tiefe Beschreibung. Und übrigens, bevor wir loslegen, ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren. Dort werdet ihr viele Videos finden über verschiedene Hotelmöglichkeiten, Reisetipps, Strandempfehlungen, vor allem basiert in Europa, da wo ich die meisten Erfahrungen habe. Den Tri-Hotel, das ist ein 4-Sterne-Hotel in Schweden, ultramodernen Baumhäusern im Tal des Flusses Lule in der Mitte von dem Wald. Das sind individuell gestaltete Baumhäuser, die bieten Platz für 1 bis 5 Personen und sind in 4 bis 6 Meter Höhe errichtet. Die sind richtig top erstattet, das heißt, die haben eine Fußbodenheizung, ein Badezimmer mit Waschbecken, WLAN und Frühstücksbuffet zum Beispiel wird angeboten in die Gästehaus nebendran, gratis. Aber wenn man möchte gerne die Mahlzeit in einem Zimmer haben, kann man das nur fragen und das wird dann gemacht. Und dieses Gästehaus hat noch nur ein Restaurant oder Bar, sondern auch die Sauna ist da. Freizeitmöglichkeiten gibt es viele, von Kajakwandern, Eisfischen und so weiter. Also ein perfekter Luxusort, um richtig in Kontakt mit der Natur zu sein, in ein spektakuläres wirklich Hotel und Gebäude, richtig, richtig cool gemacht, ein Traumort. Die Noten hier sind ziemlich gut, ein 9,3 bei Booking und ein 4,5 bei TripAdvisor und 4,6 bei Google. Der nächste Hotel, den Heiß Hotel, auch ein 4-Sterne, auch in Schweden, in dem Fall in Lappland. Ich war dort vor einigen Jahren, hat mir wirklich, wirklich schockiert, das Hotel. Das ist eine krasse Erfahrung. Persönlich, mir ist ein bisschen zu kalt das Ganze, also ich bin jemand, der mehr Wärme braucht, aber die Hotel ist komplett gut ausgestattet mit Heizung, mit Betten, die richtig warm sind. Also die Umgebung ist einfach ein Traum, also das hat mich richtig schockiert. Ich komme aus Spanien, ich war dort und für mich war, ja, eine andere Welt. Die Aktivitäten, die man draußen machen kann, mit Huskies fahren, gibt es eine Sauna, die man dann öffnet die Tür und man steigt in den See direkt vor Ort. Also ich werde mich immer erinnern. Ich weiß nicht, ob ich würde eine Woche da bleiben, aber für 1 Nacht oder 2 Nächte, also wirklich mega, mega besonders. Eine Mischung von festem Gebäude und Eis. Die Zimmer sind alle auf Eis gemacht. Die Betten sind in einer Plattform. Viele Zimmer haben eine gemeinsame Sauna. Einige, die mehr Premium sind, haben eine eigene Sauna in einem Zimmer, sowie auch ein Wohnzimmer. Und es gibt WLAN überall. Es gibt auch ein sehr cooles Eisbar und dann es gibt auch ein Restaurant. Also eine richtige besondere Erfahrung. Bitte pass auf, welche Klamotten du hast. Also ich war damals ein bisschen naiv. Ich war mit Jeans da. Ja, also Jeans geht gar nicht. Die Bewertungen 8,6 bei Booking und ein 4,5 bei TripAdvisor und Google. Hier, was man zahlt, ist die Erfahrung. Dann auch in Schweden, aber in dem Fall in die Hauptstadt in Stockholm gibt es ein sehr besonderes Hotel, die heißt Jumbo Hostel Stay Stockholm. Dieses Hotel ist ein 2-Sterne, die eigentlich ein Flugzeug ist und liegt direkt in dem Flughafen von Stockholm. Ganz lustig und was Besonderes. Viele Zimmer haben einen Fernseher und eine eigene Bad, andere haben ein gemeinsames Bad draußen. Handtücher, Bettwäsche sind in dem Zimmer inbegriffen. Kaffee, Kekse, also ein paar Möglichkeiten hat man da vor Ort zum Kaufen und alle Gäste haben Zugriff auf diesen Balkon, die direkt auf dem Flug ist, das Jumbojet befindet. Eine lustige Erfahrung, die man in Stockholm finden kann, definitiv was anders. Dann in dem Land nebenan, direkt in Finnland, finden wir das Hotel Karklautanen. Das ist ein 4-Sterne-Hotel, geht ein bisschen in die Richtung von dem Eishotel, aber es ist nicht alles von Eis gemacht, sondern in dem Fall sind Schneeglus mit einer super schönen Glasdecke. Die Glus mit gehobenen Erstattungen haben auch seine Sauna drinnen, sein Bad, ein Wohnzimmer. In dem Hotel gibt es 2 Restaurants, Frühstück und Mittagessen ist im Preis inbegriffen. Was gar nichts gibt, ist ein Fernseher, was auch nicht so schlecht findet, weil wenn man da hingeht, man kann einfach die Himmel genießen und andere Sachen besser als die Fernseher. Die Noten hier könnten richtig besser sein, an 7,8 bei Booking und 4 bei TripAdvisor und 4,1 bei Google. Es gibt Kommentare in alle Richtungen, die Preis-Leistung stimmt nicht so ran. Dann in Norway gibt es ein neues Konzept oder ein Hotel, die heißt Bitbox. Das ist eigentlich eine Box,
wie man das man montieren kann, wo man hin will. Die Idee davon ist, dass man kann das montieren richtig in einzigartige Orte, also in Remote Locations, wo ansonsten nichts anders gibt. Man kann das auch selbst kaufen, wenn man möchte. Also ein interessantes Konzept, die, wie gesagt, ein Hotel ist, die weniger Zimmern hat oder weniger Gebäude, aber das ist ein richtig, richtig cooles Konzept. Auch mit extrem guten Noten, zum Beispiel bei Booking 9,9. Ja, einfach ein Top-Platz, um einfach alles zu vergessen und den Moment zu leben. Dann in England gibt es auch ein ganz cooles und besonderes Konzept, die heißt No Man's Fort. Das ist ein 3-Sterne-Hotel, die befindet sich eigentlich in der Mitte von dem Meer. Also eine richtig krasse Erfahrung. Ist ein Fort aus dem 19. Jahrhundert, die aktuell sehr, sehr benutzt wird für größere Veranstaltungen, für Hochzeiten. Es hat 23 Zimmer. Alle mit diesem maritimen Stil eingerichtet und es gibt verschiedene Kategorien von Zimmern. Einige, die nur eine Fernseher und ein Bad haben, andere, die zum Beispiel ein Penthouse haben mit 360 Grad Panoramablick. Man kann dieses Hotel nur per Boot erreichen. Gibt es ein Restaurant, einen Spielraum und viele Veranstaltungen, Konferenzraum. Und der letzte Hotel ist in Griechenland, genau in die Insel Ios und heißt Kalilo Hotel. Das ist ein 5-Sterne-Hotel und was für mich besonders hat, ist den Stil von dem Hotel ist total einzigartig und was man da von den Ausstattungen hat und wie das gemacht wird, macht das für mich ziemlich unique. Wie die Dekoration ist und welche Sachen da man hat, um ein bisschen diese Spielerei-Hotel mit Schaukel, mit diesen Betten, die direkt am Wasser liegen, mit diesen Sofas integriert in den verschiedenen Betten. Die Blick ist sowieso sensationell, wie die Zimmer zum Beispiel ausgestattet sind. Das ist nicht die typische griechische Stil mit weiß und blau, sondern schon ein besonderer Touch. Zum Beispiel ein Moped in der Mitte von dem Hotel mit Herzen, die hängen da. Also richtig eigentlich ein ideales Adults-Only-Hotel, finde ich. Mit einer krassen Strand direkt bei dem Hotel. Finde ich, besser geht es nicht. Deswegen für mich ist die erste Auswahl von der ganzen Liste. Das Hotel hat eigentlich alle Ausstattungen, die man braucht. Von Fitnessraum bis Restaurants, mehrere Pools, Zimmer-Service, eine rund um die Uhr besetzte Rezeption. Ein mega gutes Hotel mit auch guten Noten. Ein 9,1 bei Booking und ein 4,5 bei TripAdvisor. Und 4,3 bei Google. Welche von diesen vorgestellten Hotels würdest du auswählen? Würde mir definitiv interessieren. Kannst du gerne kommentieren. Vielen Dank für das Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Inspirationen bekommen für eure Reisen und Urlaube. Falls ihr dahin geht, viel Spaß und bis mein nächstes Video. Ciao, ciao!